Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder mit einem kleinen Video und möchte heute eine Frage beantworten, die mir vor einigen Tagen per Mail gestellt wurde und die ich richtig klasse finde, weil man sie auf den ersten Blick nicht so leicht beantworten kann, weil es sicherlich Pro und Contra gibt und weil ich auf diese Frage auch mit einem klaren Jein antworten muss. Es geht um die Frage, ob sich 2-Euro-Münzen als Investment eignen. Auf den ersten Blick könnte man ja denken, dass 2-Euro-Münzen ein ganz reines Sammelthema ist und dass ein Wertanlageaspekt da gar nichts mit zu tun hat. Denn es sind Sammlerstücke, es sind Gedenkmünzen, die werden in unterschiedlichen Auflagen geprägt. Manche sind selten, manche sind nicht so selten, aber es ist auf den ersten Blick ein klassisches Sammlerthema. Wenn wir dann aber sehen, dass einzelne Münzen sogar in den Bereich von 3.000, 4.000, 5.000 Euro gehen, wenn ich an eine Grace Kelly Münze aus Monaco denke oder an die Festung aus Monaco oder an ganz viele andere 2-Euro Münzen, vor allem aus den Kleinstaaten. Und wenn wir uns angucken, wie die Wertentwicklung einiger Münzen in den letzten Jahren gelaufen ist, dann kann man sich durchaus die Frage stellen, ob nicht 2-Euro Münzen auch als Investment geeignet sind. Und ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, dass meine Antwort auf diese Frage ein ganz deutliches Jein ist. Und spontan hätte ich gesagt, nein, 2-Euro-Münzen sind kein Investmentthema, es ist ein Sammelthema. Es ist auch aus meiner Sicht das wichtigste und das am weitesten verbreitete Sammelthema in Europa. Die 2-Euro-Münzen haben die Welt der Numismatik im Sturm erobert. Wir feiern ja auch im nächsten Jahr, im Jahr 2004, den 20. Geburtstag der 2-Euro-Gedenkmünzen. Das erste Mal ist im Jahr 2004 eine solche Münze rausgekommen. Seitdem sind rund 500 verschiedene Motive veröffentlicht worden. Also es ist wirklich ein Sammelgebiet, an dem niemand dran vorbeikommt. Aber meine erste Reaktion wäre gewesen, nein, 2-Euro-Münzen haben mit Investment nichts zu tun. Wenn ihr investieren wollt, dann solltet ihr euch lieber Edelmetallanlagemünzen in Gold und in Silber anschauen. Ein bisschen einschränken muss ich mein Nein, oder der Weg zum Jein ist da ja fließend. Und es ist durchaus so, wenn wir uns einzelne Münzen angucken, eben die 2-Euro-Münze Grace Kelly aus dem Jahr 2007 beispielsweise, da haben wir Wertentwicklungen, die durchaus an Gold erinnern, an Bitcoin teilweise auch erinnern. Wenn ich bei dem ganz konkreten Beispiel bleibe, die Münze ist ja im Jahr 2007 rausgekommen, hatte einen Erstverkaufspreis von 115 Euro, glaube ich, wurde damals im gleichen Jahr im Homeshopping, im bösen Homeshopping, für 499 Euro verkauft und hat heute einen Wert von 3.000 bis 4.000 Euro, geht sogar inzwischen so in den Bereich 4.000 bis 5.000 Euro hoch. Und wer im Jahr 2007 zugeschlagen hätte, hätte eben 15 Jahre später sein Geld fast verachtfacht. Und das sind natürlich Renditen, die auch für Investoren interessant sind. Es gibt auch, das muss ich auch sagen an der Stelle, Grace Kelly ist immer ein sehr beliebtes Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele in den letzten Jahren, bei denen es überraschende und sehr erstaunliche und sehr attraktive Wertentwicklungen gegeben hat. Ich denke beispielsweise an 2-Euro-Münzen in polierte Platte. Da hat es in vielen Ländern wirklich gute Wertentwicklungen gegeben. Gerade mein Lieblingsbeispiel ist immer die Slowakei. Die hatte so gut wie keiner auf dem Schirm. Und inzwischen kosten die ersten PP 2-Euro-Münzen aus der Slowakei so 400 bis 500 Euro. Ist natürlich auch klar, die Auflage ist super niedrig, die Prägequalität ist super hoch. Und wenn das zusammenkommt und sich immer mehr Leute dafür interessieren, dann geht der Sammlerwert durch die Decke. Das Problem an der Sache ist, dass solche Entwicklungen normalerweise nicht vorhersehbar sind und dass sie durchaus auch in die andere Richtung gehen können. Ich denke gerne dran zurück an das Jahr 2002, als der Euro eingeführt wurde und ich damals auch das Glück hatte, Kursmünzensätze aus dem Vatikan direkt aus dem Vatikan zu bekommen. Wir haben damals jeweils eine Ausgabe in Stempelglanz und eine in polierte Platte bekommen, die damals im Wert explodiert sind. Der PP-Satz war, ich glaube, 2.500 Euro für einen solchen Satz. Heutzutage kostet der noch, ich glaube, 700, 600 Euro so um den Dreh.
Das heißt also, es kann auch die andere Richtung nehmen und das möchte man natürlich nicht miterleben, wenn man das Ganze als Investment betreibt. Deswegen mein Fazit aus dieser Sicht, wenn ihr ein Investment sucht, dann guckt euch eher im Bereich Edelmetallanlagemünzen um, also Krügerrand, Maple Leaf und so weiter. Man kann in diesem Bereich ja auch ganz wunderbar das Investment und das Sammeln miteinander verknüpfen. Es gibt viele Münzen, ich denke da zum Beispiel an die Luna-Münzen aus Australien, an den China-Panda, die in erster Linie Investmentprodukte sind, die aber aufgrund ihrer strengen Limitierung und ihrer hochwertigen Gestaltung durchaus auch das Sammlerherz höher schlagen lassen. Ja, und wenn ich von Sammlerherz spreche, dann, das wisst ihr natürlich, ich bin in beiden Welten zu Hause. Ich bin eigentlich im klassischen Edelmetall-Investment, Edelmetallbereich unterwegs und habe da auch meinen Schwerpunkt als Autor. Aber mein Herz hängt ganz klar an den 2-Euro-Münzen. Ich finde, das ist eigentlich das beste Einsteigerthema. Es ist ein Evergreen, der seit über 20 Jahren jetzt schon die Sammler begeistert und der sicherlich bleiben wird. Und deswegen ist auch meine persönliche Haltung, ich sammle 2-Euro-Münzen in erster Linie als Sammler. Ich habe einen leichten Investmentaspekt dabei und gucke mir schon genau an, auch welche PP-Münze ich mir gelegentlich mal hole, welche Themen vielleicht interessant werden können, wo große Jubiläen bevorstehen. Und da ist es dann natürlich auch mal schön, wenn man eine doppelte Münze in seiner Sammlung hat, die man dann mit einem Gewinn, mit einem Wertzuwachs nach einigen Jahren verkaufen kann. Unterm Strich, was ihr mitnehmen solltet, 2-Euro-Münzen ist ein Thema, es ist gekommen, um zu bleiben. Wenn ihr investieren wollt, dann solltet ihr eher im Edelmetallbereich unterwegs sein oder ihr macht's wie ich und macht einfach beides.